Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegen, liebe Zuschauer, Herr Brockes, eigentlich wollte ich mich nur kurz mit meinem Redetext auf diesen Antrag beziehen, aber gerade wieder ein denkwürdiger Satz von Ihnen, eine 100%-Versorgung kann es auch auf lange Sicht nicht geben. Hätten Sie stattdessen gesagt, was ich mir nicht vorstellen kann, kann es nicht geben, wäre das zutreffender gewesen. Also Ihre Fantasielosigkeit in Sachen Energiewende, meine Güte, es ist auch echt mal gut. Also, die CDU möchte uns heute erzählen, dass es schlecht für das Klima ist, wenn die KfW-Förderung für Kohlekraftwerke wegfällt. Das Gegenteil ist der Fall. Sie beklagen selber in Ihrem Antrag, dass die Kohleverstromung weltweit zugenommen hat. Und das vollkommen zu Recht. Aber der Rückschluss daraus kann ja wohl nicht ernsthaft sein, noch weitere Kohlekraftwerke zu bauen. Der Rückschluss muss doch vielmehr lauten, jede Anstrengung zu unternehmen, dass eben keine Kohlekraftwerke gebaut werden, sondern Anlagen aus dem Bereich der Erneuerbaren. Denn jedes zusätzliche Kohlekraftwerk ist ein Fehler. Da können wir uns es nicht erlauben, diese auch noch zu fördern. Klimaschutz ist nur ohne Dinosaurierkraftwerke machbar. Sie zu fördern bedeutet, sie zu vermehren. Das wollen wir nicht. Nicht jetzt, nicht morgen. Wir lehnen diesen Antrag ab. Danke.